Bäm, ich habe das Ganze jetzt nochmal etwas konzentrierter gemacht, nicht so viel mit Muschi gespielt, sondern mich aufs Spiel konzentriert und dann war das auch überhaupt gar kein Problem. Die Sieger sind die Wolves, sie haben das Turnier souverän gewonnen und da ist er, unser nächster Pokal. Sieht sogar schön silber aus, obwohl es nur auf Bronze gespielt wurde. Das ist aber vollkommen egal, das stört hier keinen mehr. Wir haben das Leipziger Turnier gewonnen und ich war ganz souverän und habe das Ganze mit einem 5:1 beendet. Das ist doch mal was, oder? Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Und damit kommen wir endlich zum Finale des nationalen Bereichs. Denn wir können jetzt nämlich zu der Berliner Meisterschaft gehen. 3-1, 4-1, 5-1. Nee, naja gut, von der Länge her. Aber 5-2 war es ja gegen Sharks United, aber war jetzt trotzdem irgendwie witzig. Und damit haben wir mal wieder verdiente Punkte und damit müssen wir jetzt auch auf Platz 1 sein. Und zwar mehr als verdient. Ja, so sieht's wohl aus. Von der Nationalliste bin ich da ganz klar oben. Und das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist eben die Berliner 5 gegen 5 Endrunde. Und auch die werden wir auf leicht spielen. Zumindest die möchte ich noch auf leicht spielen. Sobald wir europaweit gehen, werde ich dann auch mal wieder ein bisschen auf Mittel spielen. Das ist geil, dass es hier Gott sei Dank einfach nur K.O.s gibt und nicht auch noch Gruppenphase, weil die Gruppenphase sind immer so wahnsinnig nervig und anstrengend. Wir spielen gegen den AS 1009. Los Fantasticos gewinnen gegen die Freestylers, die Street Kings. 4-2 gegen Stars United und die Kings, auch schade, die Kings. Das wäre geil gewesen, wenn die auf die Kings im Finale getroffen wären. Naja, verlieren gegen Sharks United 4-2, dann ist auch schon wurscht. Ich sehe es kommen, wir treffen im Finale auf die Sharks United, wenn wir dann gegen Studibacks Aachi, Mayner und YM Wiener gewinnen. So, wie sieht's aus? Muschi, Kaiser, Wolf, Biko, Pip. Ja, damit kann ich leben. Ja, wie sieht's aus? Rangliste ganz oben. Jetzt dürfen wir uns natürlich keine Fehler mehr erlauben, denn wir sind die Nummer 1 in der nationalen Ebene. Und sollten so relativ easy hier dieses 5 gegen 5 Spiel gewinnen. Ja, Wolf will gleich wieder mit der Bande spielen, unglaublich. So, und oh, da geht einfach vorbei. Und da ist jetzt das Ganze natürlich ein bisschen enger. Weil es ja, jetzt habe ich mich natürlich an das 6 gegen 6 unglaublich gut gewöhnt. Und wenn man dann auf einmal an den Pfosten schießt und abstauben kann, jawohl. Und natürlich dann auch die Tore deutlich kleiner sind als vorher. Es ist eine Riesenumstellung, aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. Big kann auch einfach mal draufhauen. Boah, der war natürlich extremst nice irgendwie gerade. So, mit dem Kopf auf Pippo und da sieht Wolf und der hätte ihn natürlich auch nur noch reinschieben können. Ist aber nichts draus geworden. So, was machen wir jetzt? Den Gegner ein bisschen austanzen, dann tunneln. Dann wäre ein Pass hier sehr gut gekommen. Vor allem, weil Big vor dem gegnerischen Spieler stand. Man hat die hässliche grüne Trikots, sorry, aber das ist ja echt widerlich. So, und ah, da kann man nicht vorbei. Jetzt hat er nochmal. Big muss doch jetzt noch... Jo, genau. Wo sollte der denn hingehen, mein Freund? So, die Chance, der Hokuspokus. Und Wolf tunnelt noch, dreht sich um, will eigentlich nur noch ein bisschen zaubern. Komm schon. Ach, schade. Schade, das wäre natürlich jetzt was gewesen. Und direkt da. So, Kaiser, der kann noch. Oh, haut er den an die Latte. Der hat noch zu viel Kraft von der Halle, von dem großen Platz, da wo er sowas machen konnte. Oh, und dann geht Kaiser nicht vorbei. Unglaublich. Der arme Pippo, der da ganz frei stand da oben. So, jetzt aber. Und nochmal den Lauf. Ah, verdammt. So, Pippo, jetzt hat hauen einfach nein. Naja, gut, der war jetzt nicht so überragend, der Schuss. Das ist jetzt nicht so tragisch. Oh, oh. Okay, der geht jetzt aus. Damit haben wir natürlich den Ball. Also, das trifft sich ganz gut. Perfekter Wurf auf Wolf. Der war echt nicht schlecht. Jetzt müsste man eigentlich nur noch reinpassen. Hoch und Big dann direkt, aber naja, da. Okay, oder so, das geht natürlich auch. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt, aber der Ball war noch hoch genug, um den dann nochmal Volley zu nehmen. Coole Sache. Ich wollte eigentlich noch hinzufügen, ja, würde mich nicht wundern, wenn es auf das Tor nicht funktioniert. Aber so gesehen wurde ich eines Besseren belehrt.
Und damit steht es 2 zu 0. Ah, ich mag das, wenn wir gleich im Viertelfinale sind. Die Gruppenphase finde ich echt unnötig. Zögern eigentlich nur viel Zeit raus. So, und... Oh, das war natürlich jetzt ein Fehler von Muschi. Also den hätte er einfach wegschießen müssen. Aber dass er den dann reinlässt, da bin ich nicht mit zufrieden. Und hier hätte ich leider die andere Richtung drücken müssen. Da habe ich mich jetzt vertan. Und das ist natürlich unglaublich gut. Oh, der war wahnsinnig geil, der Hokuspokus. Und den schiebt Big dann nicht rein. Enttäuschend, aber vielleicht Wolf mit dem Kopf. Nein, wird zu Fall gebracht. Kein Foul jetzt hier wieder. Wir sind ja wieder auf der Straße. Und jetzt hat er Zeit. Wolf. Aber was macht er denn da? Will wohl irgendwie Pippo noch mit ins Spiel bringen, aber... Das hätte man sich auch irgendwie sparen können. Gut, ich kann mich jetzt nicht beschweren. 2 zu 1 ist vollkommen in Ordnung. Damit werden wir auf jeden Fall ins Halbfinale kommen. Da bin ich recht zuversichtlich. Und Big zeigt einfach mal, was er kann. Aber er schießt immer gegen den Pfosten. Also das Aluminium ist sein bester Freund, habe ich das Gefühl. Zumindest seit ein paar Parts. Und das gleiche nochmal. Na, oder? What the fuck? The hell? Also da fällt mir nichts mehr dazu ein, was das gerade hier war. Und noch gegrätscht? Nein, leider nicht. Oh, und dann wird Muschi auch noch ausgetanzt. Eieieiei, das ist jetzt aber... Jetzt wird's uncool. So, Übersteiger, schön. Und jetzt Big. Naja, mit der Hacke direkt ist... Jo, nee, komm, Wolf. Ist klar. Okay, krass, jetzt rasten sie aber aus hier auf dem Platz. Was geht denn hier jetzt ab? Und jawohl, jetzt hat. Jetzt haben wir Platz. Wunderbar. Ach, schade, aber der Gegner hat damit gerechnet. Konnte das verhindern. Und jetzt geht er auch noch an mir vorbei und macht das. Gott sei Dank, macht nicht das Führungstor. Und das ist jetzt riskant, was Muschi hier macht. Und vor allem, wenn der Big dann nicht an den Ball kommt. Uncool. So, jetzt hat er aber, komm. Wunderbar. Und bam! Boah, er kommt da sogar tatsächlich noch zum Schuss, aber einen halben Meter vom Torwart kann man natürlich damit rechnen, dass da nichts mehr geht. Boah, der war ziemlich nice. Ah, oh, leider war da jetzt der Gegner im Weg. Komm, Kaiser, setz nach, da geht noch was. Oder auch nicht, verdammt nochmal. Der Gegner versucht mir jetzt hier schon auszutanzen. Oh, verdammt, der hätte jetzt einen Lauf von Kaiser. Jetzt hat. Da kann man doch nicht mehr... Fällt mir nicht mehr viel dazu ein. Gut aufgepasst und weg damit. Komm, hau den doch weg. Kaiser, lass nicht so mit dir spielen. Ja, nein, verdammt. Was macht Muschi denn da? Die Sprachsteuerung vollkommen am Arsch. Ey, wenn ich jetzt hier direkt das Viertelfinale verliere, das wäre nicht normal. Jetzt komm, haut doch den Ball jetzt da mal weg. Und jetzt mach ein Tor. Nein. Der Übersteiger bzw. der Rainbow Flick gelingt nicht. Ja, jetzt habe ich doch Platz. Ja. Yes, gibt sogar richtig dicke Punkte. 28 Sekunden vor Schluss. Das Siegtor eventuell gemacht. Big könnte es jetzt machen. Ah, da steht leider keiner zum Abstauben. Ah, verdammt, das wäre es jetzt natürlich gewesen. Ein 4-2 wäre deutlich sicher gewesen. 15 Sekunden noch sogar, deren Torwart kommt schon mit. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Die Abwehr ist da, 10 Sekunden noch. Da passiert nichts mehr. Das ist unser Sieg. Jetzt nochmal einmal rüber zu Big und der gönnt sich auch noch ein. Wunderbar. 4-2. Eine Sekunde vor Schluss. Optimalst, Leute. Optimalst. Na also, damit stehen wir vollkommen verdient im Halbfinale des Berliner Cups, also der Berliner Endrunde der Meisterschaft. Und ohne Pause geht's direkt weiter gegen die Los Fantasticos. Und was habe ich gesagt? Wir treffen garantiert auf Sharks United, die zweimal 4-2 gewinnen. Sehr interessant. So, mit der Aufstellung möchte ich jetzt nicht spielen. Und zwar, dass Kaiser dauernd defensiv jetzt ist,
Das nervt mich ein bisschen. Da hole ich mal Pippo rein. Und für Pippo kommt nicht der Bodo. Nein, aber Phoenix. Ich gebe Phoenix nochmal die Chance, weil der hat mir in der Halle so gut gefallen. Vielleicht kriegt das ja auf der Straße jetzt auch hin. Das wäre zumindest sehr cool. Und nachdem der Mann ja eigentlich auch auf defensiv ausgelegt ist, kann da nicht viel schief gehen. Aber er hat auch extremst geile Tore gemacht, obwohl er darauf gar nicht aus ist. Also ich will gar nicht wissen, was eigentlich passiert. Ach schon mal, wir haben gegen den 30. gespielt, dann spielen wir gegen den 29. Was da passiert, wenn ich ihn noch auf Schießen skillen würde, weil der hat ja eigentlich schon unglaublichen Torjägerinstinkt. Das haben wir in der Halle gesehen. Aber schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, ich liebe den Hokuspokus, der ist so cool. Und schade, dass Big jetzt hier nicht sofort abgeschlossen hat. Das wäre natürlich extremst geil gewesen. Und kommen wir da durch? Da kommen wir durch, aber am Torwart kommen wir nicht vorbei. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, wie sieht's aus? Wunderbar. Und jetzt hat in den Lauf, würde ich sagen, perfekt. Ah, das wollte er ein bisschen arg schön machen. Und jetzt hat von hinten, ich dachte schon, da könnte jetzt Phoenix hier wieder mit so einer Granate ein Tor machen. Jetzt hat er allerdings auch Platz. Aber das war vielleicht ein bisschen zu schwach. Das ist natürlich schwierig, hier auf das kleine Tor dann so feste, platzierte Schüsse zu machen. Aber normalerweise kann Phoenix das. Und jetzt passen? Ja, wunderbar. Das hat er richtig gesehen. Da hat er jetzt nicht egoistisch selber gemacht, sondern lieber zu Big gespielt, der das Ding dann aber auch sicher macht. Und ich denke, es kann nicht schaden, im Halbfinale jetzt mal sicher zu führen. Und da sehe ich doch schon wieder den Kaiser. Komm, hallo. Also wenn das in der Halle wäre, das ein dickes Foul gewesen. Und nachsetzen, unglaublich. Keiner geht rein. Ärgerlich. Okay. Jawohl, da hat Muschi aufgepasst. Und jetzt hat Big, da sollte er nicht unbedingt hin. Aber jetzt hat Phoenix hier die Chance. Mit einer nicht gelungenen Zidane-Drehung sieht er Kaiser in der Mitte, der allerdings leider nicht zum Kopfball kommt. Wunderbar, und jetzt hat er in den Lauf, nochmal in den Lauf und nicht drin, aber im zweiten... Nein! The hell! Verdammt nochmal. Das ist natürlich jetzt bitter. Oh, und jetzt hat er mich da nice getunnelt, aber wir haben aufgepasst. Ja gut, das muss ich jetzt hier schon wieder uns betradet, das ist ja... Unglaublich eigentlich. Gerade wo wir doch nur 1-0 führen, kann er doch nicht schon wieder hier mit den anderen rumspielen. So, jetzt hat er aber in den Lauf von Wolf und der haut einfach drauf, aber spielt an die Latte. Ah, ärgerlich. Ja, das wollte ich jetzt so gar nicht mal. Ich habe mir gerade noch überlegt, nee, schießen ist eigentlich Quatsch. So, Phoenix, kommt da keiner mitgelaufen? Nö. Das ist eigentlich schade. Oh, der Tunnel hat auch nicht geklappt, aber was ist jetzt? Mit unserem kopfballstarken Phoenix. Ja, der läuft leider immer weiter hier vom Strafraum weg. Das ist ja dann klar, dass es nicht funktionieren kann. Vielleicht jetzt. Ah, verdammt. Lereng hält uns da leider auf. Sonst hätte ich da gerne mal wieder was gesehen. Wie es ist, wenn wir auf der Straße mit so kleinen Toren spielen. Ob da auch die Kopfballkraft zum Vorschein kommt. Er kann aber auch natürlich direkt schießen. Damit haben wir auch kein Problem. So, und es scheint wohl beim 1-0 zu bleiben. Oder hat Phoenix die Chance? Nein. Ja, es bleibt beim 1-0, ganz klar. Gut. Aber ist okay. Also damit kann man erstmals zufrieden sein. Könnte natürlich noch deutlich mehr sein. Und das war schon wieder ein grottenschlechter Pass. Dass sie nicht einfach zum Mann schießen, also passen oder so. Ich verstehe das nicht. Oh, das war riskant von Muschi hier. Also Muschi will's wissen heute, ne? Jo. Also, nee, da fällt mir nichts mehr ein. So, was machen wir denn jetzt am besten? Ich würde sagen, unglaublich geil tunneln. Nur leider dann nicht mal in den Ball kommen. Somit gibt's auch nicht einmal mehr die Stilpunkte. Hier hat aber Phoenix gut aufgepasst. Und jetzt kommt Big mit einem Kopfball abgefälscht. Aber der wäre auch so, glaube ich, nicht reingegangen. Dafür lasse ich mich recht gut tunneln. Aber da hat jetzt scheinbar Big aufgepasst. Und wenn Muschi jetzt keinen Scheiß baut, dann können wir das Ding schon machen hier. Zweimal wunderbarer Übersteiger. Da wollte ich jetzt am Torwart noch vorbeirennen. Hat nicht ganz geklappt. Aber ein Versuch war es wert.
Okay, jetzt sieht es abwehrtechnisch hier nicht so gut aus. Big passt aber auf. Wunderbar. Kann weitergehen. Wolf. Da muss einer mitlaufen. Okay, klappt so nicht. Daniel hat aber auf. Big. Yes. Geil. 100 Punkte. Langer Pass. Und das hat sogar recht gut funktioniert. Das freut mich. Und jawohl, direkt auf Big. Was macht der daraus? Nichts. Aber rein gar nichts. Fantastisch. So, und jetzt hat Phoenix Platz. Und es wird ihm nicht gegönnt. Wieder abgefälscht. Außerhalb des Spielfeldes gelandet. Tja. Sachen gibt's. So, wunderbar. Jetzt hat er aber, komm. Nein, der kommt wieder nicht durch. Langer Pass auf Wolf. Aber der kann auch nichts draus machen. Phoenix versucht sich den Ball wieder zu holen. Gelingt ihm gut. Doppelpass jetzt hier. Und dann ist er immer noch nicht drin. Ja, der Mann ist, glaube ich, nur für die Halle geeignet. Der braucht große Tore. Also das sieht man ihm einfach an. Bei den großen Toren trifft er wie Sau. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wir haben es selber gesehen. Aber auf den kleinen, da hapert es noch ein bisschen. In Abwehr gefällt ihm jetzt auch ganz gut. Oh, wunderbar. Schade, dass wir jetzt hier nicht zum Abschluss gekommen sind. Hier, also den Ball abnehmen, das gelingt wunderbar. Und dann darf man doch noch reinschieben. Schön, das hat er sich jetzt aber noch verdient gehabt. Für seinen Einsatz, für seine Mühe. Da gönnt man ihm dieses Tor dann aber schon auch noch. Vor allem, weil er wirklich, also von der Abwehr her, eine überragende Leistung gezeigt hat. So, kann Big jetzt hier nochmal was draus machen? Scheinbar nicht oder scheinbar doch? Ja doch, darf er schon. Aufgrund eines Abwehrfehlers. Wunderbar. Und dann steht schon 4-1. Werde damit gerechnet, nachdem es nur 1-0 vorher stand. Also ich ja eigentlich nicht. Kaiser. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen... Keine Ahnung, was das war. War nicht so das Wahre. Oh, da will er aber reinspringen hier. So, und nochmal. Phoenix. Darf er nochmal was zeigen? Kommt er nochmal zu irgendwas? Er probiert es nochmal, aber da gab es jetzt kein Durchkommen. Und letztendlich ist es dann auch schon vorbei und wir stehen im Finale mit einem souveränen 4-1 Sieg. Wunderbar. Das kann sich sehen lassen. Und mit diesem Ergebnis spielen wir jetzt ein weiteres Mal gegen Sharks United. Wir werden die scheinbar einfach nicht los. Aber gut. Und wisst ihr was? Normalerweise ist jetzt ein Part zu Ende. Heute nicht. Heute machen wir das komplette Turnier in einem Part. Einfach nur, weil es cool ist. Weil das ganze Turnier jetzt quasi ohne Gruppenphase ist. Und da dachte ich mir, komm, das haue ich jetzt mal für euch voll. Das ist doch mal ein geiles Geschenk. Oder jetzt Schromm für Phoenix. Schromm war ja auch in der Halle ziemlich gut. Mal sehen, wie es jetzt bei ihm ist. Wir haben gesehen, dass Phoenix auf jeden Fall nicht schlecht ist. Aber ihm fehlen die großen Tore. Das heißt, wenn wir jetzt dann in der Halle wieder spielen werden. Also Phoenix ist jetzt unser Hallenjoker. Aber ansonsten sollten wir uns da auf unsere Stammspieler konzentrieren. So, und dann ist es. Mittlerweile ist es schon Nacht geworden. Das Finale in Berlin in der Endrunde. Wenn wir das jetzt hier gewinnen, dann sind wir endlich auf der Europaebene. Das ist natürlich extrem score. Der war nice, der war super geil. Meine Fresse, wunderbar, Big. Dann sind wir auf der Europaebene und dann wird es auch deutlich interessanter. Dann gibt es ganz andere Turniere, auch die einfach nicht nur simples 5 gegen 5 oder so sind. Da freue ich mich schon besonders drauf. Dann sehen wir auch endlich mal wieder andere Modi, wie letzter Mann, eben Freestyle. Und Schramm steht da frei, den muss er doch machen, den macht er auch. Wunderbarer Abschluss hier von Schramm, gut gemacht. Ich freue mich auf die Europaebene, ne? Weil jetzt hatten wir so oft einfach nur so und so viel gegen so und so viel Mann ohne irgendwelche extra Sachen. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Aber jetzt wird es wieder geil. Und da steht schon wieder Schromm frei. Schade, dass jetzt Bigs Pass dann nicht durchgegangen ist. Das wäre schon was gewesen. So, auf der Seite haben wir jetzt hier frei. Und ich wollte jetzt hier eigentlich nochmal was Schönes zeigen. Letztendlich hat es nicht so ganz funktioniert. Nochmal rüber. Und wieder direkt und da ist keiner zur Stelle, doch. Alle holzen sie drauf und dann schiebe ich ihn einfach nur noch rein. Ich laufe einfach nur noch rein. Kaiser, gut gemacht. Passt.
Und Big setzt nach, also bisher kein Problem hier im Finale. Und was ist das? Ja, macht man gleich nochmal ein Eigentor, oder wie? Eigentore sind scheiße, es gibt keine Punkte für mich. Davon habe ich nichts. Also lass mich lieber noch zuletzt an den Ball kommen. So, jetzt langer Pass und jetzt müsste man eigentlich nur noch hochspielen. Und da ist Kaiser vollkommen frei und da macht er einfach ein wunderbares Kopfballtor. Hier ziehen wir jetzt übelst an. 4:0 schon, ich kann schon gar nicht mehr mitzählen, so wie wir hier abgehen. Und B kommt schon wieder an den Ball, versucht hier zu tanzen. Sieht hier Kaiser. Der hat natürlich keinen Platz zum Schießen, er macht es trotzdem. Ich muss sagen, der Ball ist gerade irgendwie äußerst schwer zu erkennen, irgendwie aufgrund der Dunkelheit. Jetzt zumindest so ein bisschen das Gefühl. So, und jetzt lässt er vorbeigehen. Big müsste eigentlich nochmal einen Doppelpass machen. Und hallo, dann da segelt da wie eine Schwalbe. Unglaublich. Und jetzt Schromm kommt schön an den Ball, setzt sich durch. Kurz stehen bleiben, rüberpassen und aufs freie Tor kann man dann natürlich auch mal treffen. Gut gemacht, Wolf. 5:0 und das im Finale. Also ich glaube, es hat uns ganz gut getan, nur jetzt lange auf leicht zu spielen. Und ich denke, wir sollten ganz dringend jetzt auf der Europaebene wieder auf Mittel spielen. Mittlerweile haben wir doch ein bisschen mehr den Dreh raus, denn so übertrieben hohe Ergebnisse sind dann natürlich auch wieder Quatsch. Wir hatten zwar jetzt echt epische Partien in den letzten Folgen, aber irgendwo hört es dann natürlich auf, spätestens wenn man im Finale der Endrunde so viel geile Scheiße macht und 7:0 nach gerade mal 2,5 Minuten führt. Das ist dann natürlich auch nicht mehr spannend. Okay, gegen Sharks United, gegen unsere Angstgegner. So einen Hammer. Ja, leck mich am Arsch. Das ist bestimmt ein Erfolg, wenn ich jetzt irgendwie mal so 10 Tore reinballer. Können wir ja mal drauf arbeiten. Oh ja, oh ja, oh ja. Komm, da gehen wir weiter, da gehen wir weiter. Komm, Schrauben, spiel ich frei und dann kannst du den gerne von mir aus reinmachen, wenn denn mal jetzt hier... Ja, du machst halt ein Eigentor. Schromm kriegt's nicht hin und dann macht einfach der Torwart mit so einem super Hecht. Ja, endgeil. 8:0, Freunde. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Also, das ist erschreckend. Und Muschi! Ach, schade. Okay, was zur Hölle geht jetzt hier ab, Mann? 8:0 nach 3 Minuten. Das ist schon fast traurig, dass da der Gegner mehr Punkte bekommen hat als wir bei 8 Toren. Das muss er sich mal vor Augen führen. 8 Tore. So, jetzt müssten wir eigentlich auch nur noch anfangen zu tricksen und richtig geile Tore zu machen. WTF, was hat denn Schrumpf von da hinten jetzt vorgehabt? Das war keine programmierte Vorlage für Big hier. Das. Der Hell wäre schon fast wieder drin gewesen. Schade, hinter dem Tor, der Ball bleibt hängen hinterm Netz. Das heißt, es wird abgepfiffen und jetzt muss Big doch eigentlich wieder nur noch reinschieben, der natürlich jetzt hier in höchster Form ist. Und schade, dass Wolf nicht abschließen kann. Kommt aber hier nochmal den Ball und kann dann... Ah, jetzt hat er der Torwart. Jetzt weiß er nach 8 Toren, weiß er, wie er zu halten hat. Bisschen zu spät. Aber was soll's. Ja, mein Ziel ist jetzt natürlich schon 10:0, weil ich wissen will, ob es vielleicht nicht doch ein Erfolg ist, wenn man irgendwie 10 Tore schafft. Oh, komm noch weiter. Oh, bin ja doch noch am Ball. Ha, geil. Nice one. Schön. Kann man so stehen lassen. 9:0, also dass ich das mal in diesem Let's Play noch sagen darf. Alter Schwede, was für ein Torregen und kein Gegentor kassieren, weil ich will ja ein 10:0 haben. Und kein 10:1, weil vielleicht zählt das ja dann nicht mehr. Und Big steht da jetzt natürlich wieder frei. Aber ich würde sagen, Doppelpass. Okay, der war schlechter Pass. Schade eigentlich. Das wäre extrem cool gewesen, wenn wir da jetzt hätten noch den Pass landen können. Den hätte Wolf dann garantiert reingemacht. So, was ist los jetzt hier? Es sind immer nicht so viel Zeit. Ich muss nur ein Tor schießen. Am Ende gelingt es uns jetzt nicht. Und wir beenden das nur 9:0. Das wäre äußerst traurig. Oder, wenn wir Pech haben, halt nur noch zu 1 oder so. Auch das wäre scheiße. Heilige Scheiße. Eng ist das jetzt schon ganz schön. So, und jetzt hat... Kommt Big vorbei. Kommt nicht vorbei. Jetzt ist das so programmiert, dass ich auf jeden Fall das nicht mehr schaffe. So, jonglieren klappt... Na, obwohl... Boah, hallo! Den Riesen so zu Fall bringen, das darf man eigentlich nicht machen. Sondern jetzt rüber passen. Komm, pass einfach. Und am besten drüber zu Schrauben. Und der... Ah, der kriegt das Tor einfach nicht. Dem wird das hier heute nicht mehr gegönnt.
Und jetzt Oh, yes! Kein Gegentor. Komm, jetzt lass uns dieses 10-0 machen, ey. Komm schon, ey. Das wäre so bitter, wenn ich das jetzt wegen einem Tor nicht hinkrieg. Schramm. Schramm. Mach mich glücklich, Junge. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh, nichts klappt, mal. 90 Sekunden. Ich schaff das nicht. Ich krieg das 10-0 nicht hin, ey. Oh, jetzt. Komm, 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 komm. Ich muss den Ball jetzt nur noch abnehmen, Mann. Jetzt schieß! Der rollt nicht rein. Ich fass es nicht. Wie gelingt das 10-0 nicht? Meine Fresse. Ah. Na gut. 9-0. Ich denke, da kann man sich einfach mal jetzt versammeln. Und da wird uns der Titel überreicht. Siegerfoto. Schön gespielt, denke ich auch. Vollkommen zurecht. 9-0 im Finale. Geiler Scheiß. Ja! Da freut man sich. Das Team da feiern vollkommen zurecht. Jawohl. 9-0, ey. Leckt mich am Arsch. Tor, 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 tor. Da muss man schon auf Seite 2 gehen. Yes! Ich bin sehr zufrieden und damit sind wir nationaler Streetmeister. Wir sind die Lokalhelden. Oh, wunderbar. Ehrlich, da lacht das Herz, da ist alles in Ordnung. Und wir kommen jetzt endlich auf die europäische Ebene. Wolves gewinnt Berlin Fünfer Teammeisterschaft. Das Wolves Team gewinnt den Berlin Fünfer Teammeisterschaft Wettbewerb und nimmt sich jetzt Europa vor. Die Chemie im Team stimmt und alle Akteure haben außerordentliche Leistungen gezeigt. Die Stürmer machen ihren Job, die Verteidiger werfen sich in die Schüsse und der Torwart zeigt tolle Paraden. So ist es und nicht anders. Yes! Und damit beenden wir die nationale Ebene, damit beenden wir diesen Part und stürmen jetzt als nächstes auf die europäische Ebene. Und obwohl wir vorher mehr Punkte hatten, naja, was soll's, beendet man natürlich auch die nationale Liste auf 1. Und jetzt geht's nach Europa. Oh my fucking God, das sieht doch schon wieder episch aus hier. Und meine Stimme, oh, eine halbe Stunde aufnehmen ist nichts für mich, ich bin schon so alt. So, Ladeteams runter. Boah, wir gehen in den, wir kriegen da den Skatepark. Epic. Freestyle in Dublin. Oh mein Gott, was erwartet uns noch? Und ich sehe schon Barcelona. Jetzt, wie lange lässt du jetzt hier die Teams runter, ey? Das ist ja asozial hier. Komm, mach hinne. Ich würde den Party an sich einfach gerne beenden, aber ich möchte so ein kleines Preview machen, um euch ein bisschen heiß auf den nächsten Part zu machen. Das soll ja schon so sein. Konnten nicht runtergeladen werden. Für diese Stufe werden die Preset-Teams genutzt. Das ist ein bisschen schade. Mal sehen, ob ich das nicht auch noch anders hinkriege. Wir sind jetzt nur noch auf Platz 32, ist ja klar. Wir sind jetzt hier eben auf der nationalen Ebene, auf der Europaebene. Wir fahren nach Dublin, nach Aberdeen, nach London, nach Amsterdam, nach Notre Dame, nach Marseille, nach Barcelona, nach Dubrovnik, nach Venedig, nach München und nach Berlin. Fuck that shit, wird epic. Bis zum nächsten Mal. Ciao.